Mehring macht wieder auf. Let's go! Hier noch ein bisschen Weird Flex mit meiner Prollkarre. Am Samstagabend hat der Trailpark Mehring verkündet, dass die Saison offiziell losgeht. Und da ich am Sonntag nichts vorhatte und es schönes Wetter war, ging es auch ganz spontan dahin. Jo Leute. Jo Leute, hallo Leute. Treffen und fahren Mehring. Ja komm, das war's mit dem Intro. Das GoPro. War's mit dem Video. Heute wird nicht viel gefilmt. GoPro an den Helm und Feuer frei. Viel Spaß. So Leute, endlich da. Trailpark Mehring, den ganzen Winter drauf hingefiebert. Jetzt geht's endlich los. Wir fahren hoch zum Trail. Gerade auf dem Parkplatz getroffen vor mir der Thomas und sein Australian Shepherd. Jetzt fahren wir mal eine Runde auf dem Trail zusammen. Und Leute, auf geht's. Okay, ich habe einen Hund vor mir. Dann passe ich vielleicht doch mal auf mit den Sprüngen noch. Aber der Hund. Der Hund sendet auf jeden Fall. Okay, der Hund bleibt stehen. Oh, neuer Anlieger. Oh, Hund. Oh, oh. Ja, komm, geh vor. Fahr. Alter, das macht mich total nervös. Nee, ich kann nicht springen, wenn der Hund da neben mir ist. Das ist mir zu gefährlich. Oh, was ist hier? Das ist neu. Schauen wir uns gleich an. Okay. Und du machst mich total nervös. Alter, was ist denn da unten? Ein Boner. Yo. So, weiter geht's. Fahren wir direkt mal hier die Table Line. Ich habe von Weitem schon gesichtet, da vorne ist so ein Boner gebaut. Den ziehen wir. Ja, den machen wir direkt. Okay. Könnte ein bisschen weiter sein. Ins Flat gesprungen und hab schon gebremst. Aber geil, richtig geil, Leute. Mal wieder Grüße an die Trailbauer von Mehring. Die leisten hier wirklich ganze Arbeit. Oh, was ist hier? Ui, okay. Ja, springen wir einfach mal blind. Schlau, aber der ist jetzt auf jeden Fall besser als vorher. Neuerungen im Grenzgraben haben mir sehr gut gefallen. Leider war der Trail noch sehr nass und war noch nicht wirklich befahrbar. Ich habe es nach dieser einen Abfahrt auch dabei belassen, denn ich wollte den Trail nicht unnötig kaputt machen. Ach Leute, es macht so Bock. Endlich nochmal Park. Und dann am Eröffnungstag auch noch so ein Wetter. Ganz blauer Himmel. Ich stüße jetzt mal direkt in die nächste Abfahrt. Jetzt mal ohne Hund. Da kann ich auch den Sprung mal machen. Allerdings werde ich auch einmal anhalten, weil da ist ein neuer Sprung gebaut. Den will ich jetzt aber nicht schon wieder blind springen, sondern den gucke ich mir jetzt erstmal an. Okay, ich gucke jetzt mal, was hier ist, bevor ich es jetzt blind springe. Ah, kleines Gap. Okay, geht voll klar. Und gleich nochmal. So. Ich hoffe, dass wir jetzt mal freie Bahn haben, den Sprung machen können. Okay, ja. Danach ging es auf die Enduro-Line. Hier hat sich einiges geändert und die musste man mehrmals fahren, um sich das genau anzuschauen. Auf die 2. Hier haben sie auch einen neuen Absprung. Ja, ganz cool. Jetzt kommt meine... Och nö, Leute. Die Sharkfin ist weg. Nein, was haben wir hier? Yes, und auch neu. Cool, cool. Gucken wir mal hier. Ja, man soll ja immer ehrlich sein. Und klar ist geil, ein paar geile neue Sachen jetzt drin. Die muss ich jetzt auch nochmal fahren, weil ich habe sie verpasst.
Aber es ist jetzt auch so ein bisschen gemischte Gefühle, weil meine Sharkfin, die war halt einfach so mein absoluter Favorite hier im Park. Die hat so geil geflowt. Ich blende es mal kurz ein. Und jetzt ist die halt nicht mehr da. Das ist irgendwie traurig. An dieser Stelle ist es mir nochmal wichtig zu sagen, dass Mering einer meiner absoluten Lieblingsspots ist. Also wenn ich hier sage, dass mir eine Sache vorher einfach besser gefallen hat, ist das eben einfach meine Meinung an dieser Stelle, was natürlich nicht heißt, dass mir der Park nicht immer noch mega gut gefällt. Auch Lars Kenevo hatte hier ein bisschen Startschwierigkeiten. Was ist denn da los, Lars Kenevo? Oh, hallo, oh mein Gott. Hast du die erste Abfahrt überlebt, Meister? Ja, ja. So Leute, es geht in die Enduro. Hier ist wieder der Trail Dog ist wieder am Start. So, Lars Kenevo fährt vor. Fahrst du blind, Lars? So, und hier wieder meine arme Sharkfin, die einfach nicht mehr da ist, nicht mehr unter uns weilt. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich diesmal richtig fahre. Vorhin bin ich hier falsch gefahren. Ah, schon wieder falsch gefahren, verdammt! Wow! Moment, ich hab man muss hier den Anlieger. Als nächstes sind wir einen Train über die Freeride Richtung Drop-Batterie gefahren. Und hier gibt es auch die ein oder andere interessante Neuerung auf der Strecke. Und es geht in die Freeride auf einen Train. Von mir der Ombre. Senor Hombre! Mach den Drop! Erik, mach den Drop! So Leute, der untere Teil, dann machen wir noch den Drop. Oh. Weil es einfach auf meiner To-Do-Liste stand, bin ich noch den Jungle gefahren und wollte hier den Drop noch machen. Es geht in die Traverse, genau mein Ding. Ich liebe ja solche Trails. Ich bin an diesem Tag nicht drum herum gekommen, meine Höhenangst zu überwinden und der Traverse mal einen Besuch abzustatten. War Anfang relativ harmlos, aber später wird es halt recht eng. Müssen wir mal gucken. Ah, okay, hätte man können springen. Oh Gott! Oh. Reh! Nee, so Hass! Ha! Der war Reh! Das Steilstück ist weg.
Okay, ja, hätten wir sparen können. Sind wir hier? Dann gucken wir erstmal, was das ist. Kann man fahren? Boah. Danach gab's dann mit dem Roten und Erik einen Train über den Mosh Trail. Auf geht's, Rode, los, Rode! Der Rode fährt vor. Ganz vorne der Erik. Jawohl! Du bist doch schön auf der Rode! Oh, jedes Mal, ey! Jedes Mal case ich das Ding wie Drecksau! Auf Mandys To-Do-List stand heute, alles zu springen, was sie im letzten Jahr schon geschafft hat. Der Erik zieht dich, ich verhindere dir. Siehst du mich gut? Oh Gott! So Leute, Mandy macht den Sprung jetzt. Abschnitt 1 wieder. Den musst du doppeln, Mandy. Ab hier Rolle lassen. Nimm die Bremse. Nimm die Bremse. Oh Gott, ich bin zu lahm. Hey! Yeah! Nachdem diese Sprünge und auch die Drops schon so gut geklappt hatten, ging es noch auf das Gap weiter unten auf der Enduro-Line. Juhu! Das ist so mega, das ist ganz weich. Wie die Mandy geschrien hat und alles. Hast du, Erik, ich brauch die Aufnahme. Als wäre ich einfach so hoch. So, als wäre es gar nichts. Das war die perfekte Speed, die perfekte Welle. Das war, ich wollte mein Fahrrad schon zwischendurch. Wegschmeißen, das war wirklich wahr. Leute, ich muss wirklich sagen, ich kenne niemanden, der sich so schön freut wie Mandy. Mandy hat danach noch die GoPro übernommen und es ging mit üblicher Mandy-Geräuschkulisse über die Trails. Oh, yeah! Kann ich ja mal Sprünge schon wieder machen. Oh, den Schlag. Yes! Wuhu! Yeah! Wuhu! What? Und hier El Hombre vor mir. Yes! Geht das? Okay! Oh! Loggy floggy! Hey, let's go! Gott, den habe ich schon nicht gemacht! Scheiße! Wow, yeah! Scheiße, habe ich das schon gemacht? Egal, machen wir jetzt. Wow, yeah! Woohoo! Wow, das war aber loslastig. Huhuhu! Aber gut gegangen, yeah! Der ist auch geil, den mag ich. Den kann ich sogar clearen. Juhu! Mega! 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 Yeah! Oh, ist der geil. Mega! Mandy ging an diesem Tag nochmal richtig ans Limit und ist auch komplett sturzfrei durchgegangen. Also, dann hast du jetzt. Oh! Ja. Und somit endet das Video vom Saisonauftakt mit Mary. Wart ihr auch schon da oder geht's demnächst für euch hin? Schreibt's mal in die Kommentare. Was ist das Outro? Das war's mit dem Video. Nein, ich muss mich einfach sammeln hier. So Leute, war ein mega geiler Tag in Mering. Erster Tag, Opening Today. Hat einfach mega Bock gemacht. Wir sind alle froh, dass die Parks jetzt nach und nach wieder öffnen. Von daher viel Spaß mit dem Video. Und wir sehen uns bei dem nächsten Mal. Abonnieren und liken nicht vergessen. Ciao! Aber wieso sagst du viel Spaß mit dem Video? Das Video ist doch vorbei. Ja, aber jetzt wird's echt geguckt. Passt doch alles. Video ist vorbei.
viel Spaß mit dem Video. Ach so. Geil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß mit dem Video. Scheiße, warte, cut. Und das Schnäppchen nicht drin, Kollege. Niemals.